Willkommen zurück zu Bens Hardware, meine Freunde, und heute gibt es ein Video, nach dem ich jeden Tag mehrere hundert Leute fragen. Wie ihr dem Titel bereits entnehmen konntet, stelle ich euch heute den aktuell besten 1000 Euro Gaming-PC vor. Ihr seht bereits die Komponenten, die ich für diesen Build verwenden werde, und für jede Komponente werde ich euch auch natürlich Alternativen geben, falls euch irgendetwas Bestimmtes nicht gefällt. Zusätzlich blende ich euch noch die aktuellen Preise ein und jetzt geht's auch schon los. Als CPU nehmen wir den Intel i5 12400F, aktuell meiner Meinung nach die beste Budget-CPU, 6 Kerne, 12 Threads, 4,4 GHz Boost-Takt und damit seid ihr eigentlich für alles gewappnet. Verbaut wird die CPU auf einem Asus Prime B660 Plus D4. Mir war wichtig, dass das Board ein Full-Size-ATX-Board ist und nicht ein MATX-Board, wie man es oft bei Budget-Builds sieht. Ihr habt ja an Anschlüssen wirklich alles drauf, was ihr braucht. Ihr könnt bis zu 3 M.2 SSDs auf dem Board verbauen. Genügend RGB-Anschlüsse dürfen in der heutigen Zeit natürlich auch nicht fehlen. Ihr habt insgesamt 2 12 Volt 4-Pin RGB-Anschlüsse und 3 5 Volt 3-Pin ARGB-Anschlüsse. Als Alternativen im gleichen Preisbereich könnt ihr zum Beispiel auch das Gigabyte B660 Gaming X oder das ASRock B660 Pro RS nehmen. Ich persönlich habe mich aber für das Asus Board entschieden, weil ich das BIOS von Asus generell am besten finde. Als Grafikkarte verwenden wir eine AMD Radeon RX 6600 XT. Welches Custom-Modell ihr letztendlich verwendet, spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe hier jetzt eine Sapphire Pulse, einfach nur weil es die einzige war, die ich da hatte. Nehmt einfach das günstigste verfügbare Custom-Modell mit mindestens 2 Lüftern, zum Beispiel die XFX Swift, ASRock Challenger oder die Asus Dual. Wenn ihr unbedingt eine Nvidia-Karte nutzen wollt, dann bekommt in diesem Preisbereich maximal eine 3060 rein. Gute Modelle wären hier zum Beispiel die Palette Dual, Gainwood Ghost oder die Inno 3D Twin X2. Beim RAM greifen wir auf was altbewährtes und einfach sehr, sehr gutes in dem Preisbereich zurück. Ein 16 GB Kit Crucial Ballistics mit 3200 MHz CL16. Man hat hier immer Micron Rev E-Dice verbaut, ist also sehr, sehr zuverlässig und 3200 MHz reichen bei so einem Budget-Build völlig aus. Als Hauptspeicher verwenden wir die aktuell wahrscheinlich beliebteste Budget-SSD, die Kingston NV1 mit 500 GB. 500 GB reichen in den meisten Fällen aus, zur Not kann man auch noch upgraden. Und für unter 50 Euro bekommt man hier eine wirklich zuverlässige und relativ schnelle M.2-SSD. Kommen wir zu einer Komponente, an der man wirklich nicht sparen sollte, das Netzteil. Ich verwende hier ein Seasonic Focus GX 550 mit 550 Watt. Das ist ein vollmodulares 80 Plus Goldnetzteil mit der gewohnten Seasonic Qualität. Ihr habt hier genügend Anschlüsse für alle eure Komponenten und natürlich bekommt ihr von Seasonic auch 10 Jahre Garantie. Ich sehe es bei Budget Builds von meinen Zuschauern ganz häufig, dass irgendwelche ganz billigen China-Böller Netzteile eingebaut werden. Das sollte man unbedingt vermeiden, das Netzteil ist eine der wichtigsten Komponenten. Sehr gute Alternativen wären hier zum Beispiel noch das Bitphoenix Formula Gold 550, das Be Quiet Pure Power 11 FM 550 oder das EVGA Supernova GT 550. Alle vier von diesen Netzteilen sind sehr, sehr gut. Hier müsst ihr einfach schauen, welches gerade am billigsten und verfügbar ist. Kommen wir zum CPU-Kühler, hier habe ich mich für einen Xilence M704 Pro ARGB entschieden. Mit einer TDP von 180 Watt ist der natürlich eigentlich viel zu groß für den 12400F, aber für 35 Euro ist der wirklich sehr, sehr gut, ist super leise, bringt ein bisschen RGB mit ins Spiel und ist LGA 1700 kompatibel. Grundsätzlich könnt ihr aber natürlich jeden CPU-Kühler bis 35 Euro verwenden, Hauptsache ihr verwendet nicht den Boxkühler, ihr könnt auch irgendeinen für 15 oder 20 Euro holen. Alternativen wären hier zum Beispiel der Alpenföhn Ben Nevis Advanced, der Be Quiet Pure Rock 2, der Cooler Master Hyper 212 oder der Arctic Freezer 34 eSports Duo. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Komponente, dem Gehäuse. Hier habe ich mich für das Xilence X712 entschieden. Das ist derzeit mein absolutes Lieblingscase im Bereich 50 bis 60 Euro. Es hat eine komplette Mesh-Front, 4 Lüfter vorverbaut, 3 davon in der Front sind ARGB. Dadurch ist der Airflow natürlich extrem gut, man könnte theoretisch auch noch oben Lüfter nachrüsten, braucht man aber eigentlich gar nicht. Man hat viel Platz in dem Gehäuse zu bauen, hinten hat man auch genügend Platz für Kabelmanagement und in dem Preis 3 ARGB-Lüfter dabei zu haben, ist wirklich fantastisch. Alternativen gibt es leider kaum, vor allem nicht mit der Ausstattung, weil Gehäuse natürlich ganz stark Geschmackssache sind, werde ich trotzdem versuchen, euch ein paar Optionen zu geben. Hier hätten wir zum Beispiel das Silentium PC Signum SG1 TG oder zum Beispiel das Aerocool Hive ARGB. Für ein paar Euro mehr gäbe es dann noch das Bitphoenix Nova Mesh SETG ARGB und zu guter Letzt das Aerocool Quantum Mesh V3.
Ich würde grundsätzlich immer ein Gehäuse mit Mesh-Front empfehlen, einfach nur um einen guten Airflow zu gewährleisten. Aber weil es in dieser Preiskategorie einfach nicht allzu viele Gehäuse mit Mesh-Front gibt, ist die Auswahl leider ein wenig begrenzt. Und deswegen finde ich auch das Xilence X712 so gut, weil es einfach für 55 Euro alles mitbringt, was man sich irgendwie wünschen könnte. Im Hintergrund seht ihr jetzt nochmal eine Auflistung aller Komponenten inklusive Einzelpreisen und natürlich dann noch den Gesamtpreis von 1044,56 €. Ja, ich weiß, wir sind ein bisschen über 1000 €, aber das nehmen wir hier gerne in Kauf, um die bestmögliche Performance bei diesem Price Point rauszuholen. Ich baue das System jetzt zusammen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie so ein PC aussehen könnte. Ja, das war dann der fertige 1000-Euro-Bild. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Ich habe dann noch kurz einen Cinebench-Run gemacht, nur um die Temperaturen zu checken. Und ihr seht, Cinebench läuft gerade durch, ist natürlich beschleunigt das Ganze. Und die CPU-Temperatur nach dem Run lag dann bei maximal 59 Grad, ist natürlich extrem gut. Aber wir haben da natürlich auch einen viel zu großen CPU-Kühler drauf und der Airflow vom Gehäuse ist natürlich auch wirklich exzellent. Ich habe dann für ca. 35 Minuten noch Prime 95 laufen lassen und nach diesen 35 Minuten lag die maximale CPU-Temperatur bei 65 Grad. Auch hier natürlich ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis, aber wie gesagt, unser Luftkühler, der da drauf ist, ist natürlich eigentlich viel zu mächtig. Dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Ihr seht im Hintergrund jetzt nochmal ein paar Einstellungen, wie das System bei Licht aussieht. Und trotz des geringen Budgets finde ich, dass der PC wirklich optisch auch sehr, sehr ansprechend ist. Es ist ein sehr schönes System geworden. Man könnte die Optik natürlich auch noch ein wenig verbessern, zum Beispiel durch gesleevte Kabel, RGB-Lüfter oben und hinten oder zum Beispiel einfache RGB-Stripes. Das ist dann aber natürlich wieder eine Frage des Budgets. Nichtsdestotrotz hat man mit diesem System eine wirklich sehr gute Basis. Man kann damit eigentlich fast alles Aktuelle spielen und das ist doch für ein knapp 1000-Euro-System wirklich sehr, sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal jederzeit kostenlos abonnieren und vielleicht einen Daumen nach oben da lassen, würde mich wirklich sehr freuen. Zum Schluss möchte ich mich noch bei meinen beiden Partnern Mad Gaming und Xilence bedanken, die mir die Teile zur Verfügung gestellt haben. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen, also vielen Dank. Die Links dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.